Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Legend of K. Chua, chu, ja. Ich muss mal so einen chinesischen Part machen. Chua, Legend of K, ha. Ja, wir können jetzt erstmal, halt, nee, ach, egal, was soll's. Ja, ich mache jetzt natürlich hier so eine Aufnahmesession, deshalb ist es halt blöd, immer mit drin zu speichern, falls was nicht klappt. Ich hab's jetzt nicht überprüft, aber egal. Wird schon hinhauen. Ja, die Dinger, die kann ich erstmal da lassen. Kommen wir später zu. Ja, den Meister, den lassen wir jetzt erstmal in Ruhe meditieren. Nennen wir es einfach mal meditieren. Wir wissen ja eh, dass der sich wieder voll die Kante gibt. Ja. Ah, der stille Bach, ist es nicht schön hier? Ich muss mal ganz kurz auch mal einen trinken. Aber so ein komisches Energy-Zeug, was ist denn das? Oh nee, das ist kein Rockstar und kein Red Bull, das ist Flying Power. Irgend so ein billig Scheiß. Aber schmeckt gut. Jetzt habe ich hier voll Werbung gemacht. Scheiße. Egal. Jetzt werde ich bestimmt verklagt. Was ich auch mal zeigen will, voll cool hier, wenn Kay nass ist. Er kann natürlich, eine Katze kann natürlich nicht ewig schwimmen. Man hat hier links so eine Anzeige. Aber wenn er aus dem Wasser kommt, gut. Erstmal voll schütteln. Ja, das sind schon coole Sachen dabei hier in dem Game. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Schwert. Jetzt können wir erst, also was ist ein Schwert? Ein Holz. Dings. Jetzt können wir erstmal die ganzen Krüge jetzt zerschlagen. Denn da sind Münzen drin. Und die wollen wir natürlich haben. Zack. Kupfermünze. Ja. Was auch total cool ist hier in dem Spiel, ist die Musik, weil das. Da denken manche Spielentwickler einfach nicht dran, dass die Musik total wichtig ist. Kay, in dem Spiel. Hast du diese arme Frau Ai Tan gesehen? Sie ist so weit für die Kürbisse gegangen und jetzt hat sie 3 verloren. Vielleicht kannst du ihr 3. Helfen. Lass dir was einfallen. Ja, klar. Ich habe in der letzten Zeit halt so viel zu tun. Aber klar, ich gehe hin. Ja, ich habe so viel zu tun, die ganze Zeit nur. Ja, gut. Kampftraining. Und was sonst? Was machst du noch so, Kay? Zack. Ja, geil. Erstmal richtig viel Kohle. Was halt auch echt wichtig ist bei Spielen, wollte ich sagen, ist einfach die Spielmusik. Und das vergessen manche Spielentwickler heutzutage, dass die Musik so wichtig ist. Finde ich schade, weil in den alten Spielen, zum Beispiel auf der N64 oder so, war die Mucke natürlich immer. Da kann sich einfach jeder immer dran erinnern, weil die so genial war. Ja, sowas müsste man wieder mal machen, so richtig coole Mucke zu spielen. Ist sau wichtig. Ich meine ja nur, wollte ich mal so erwähnen. Vielleicht denkt ihr auch so darüber. Was ist hier? Was wollte ich denn machen? Ach komm, dann gehe ich mal zur komischen Tuse da. Oder nee. Ich gehe erstmal hier rein. Haus von Tangmu. Die Mumu, die Katze. Hi. Hallo Tangmu. Warum rackerst du dich den ganzen Tag an einem heißen Ofen ab? Kay, ich muss für meine Kinder. Was ich alle für Bewegungen machen. Wo sie sind. Ich mache mir Sorgen bei all den Ratten und Gorillas hier. Hä? Hilfst du mir suchen? Hui. Dann gebe ich dir ein Geschenk. Oh, ein Geschenk. Na toll. Kein Problem, Tangmu. Naja, nee. Wenn ich deine Kinder sehe, schick ich sie. Wir sind ja ein ordentlicher junger Katzentypi. Also, wir müssen ihre Kinder suchen. Denn. Und es sind 3 Kinder, wie man sieht. Es sind 3 Betten hier. Und sie muss auf dem Boden schlafen. Voll gemein. Naja, es sind jedenfalls 3 Kinder, die wir suchen müssen. Wo das erste ist, weiß ich schon mal. Ich weiß eh, wo alle sind, aber egal. Ich mache jetzt erstmal die eine Aufgabe hier. Mit den Kürbissen. Aber da hole ich mir erstmal. Hier drin gibt es nämlich was wir benötigen. Für diese Aufgabe. Und zwar. Wo sind sie? Oh, sie sind noch nicht da. Ach klar, ich muss jetzt die Aufgabe annehmen. Ja, hier ist das Kürbislager von ihr. Und hier ist er auch schon. Hallo, Ai Tan. Hallo. Alles in Ordnung? Nein. Nein, guck mich an, wie ich aus. Nein, ich muss vor dem Stadttor 3 Kürbisse verloren haben. Oh mein Gott. Wenn du mir hilfst, bekommst du eine Belohnung. Boah, die wollen mir alle Belohnungen geben, die Weiber. Katzen. Natürlich helfe ich dir. Vor dem Stadttor, sagst du? Vielleicht haben die diebischen Ratten sie gestohlen. Ich gehe der Sache nach. Genau. Scheiß Ratten. Scheiß Ratten, scheiß Gorillas. Jetzt können wir erstmal hier reingehen. Und DK Donkey Kong. Jetzt haben wir erstmal Bananen gefunden, die wir benötigen. Und wer isst gerne Bananen? Ich meine, wer isst das gerne? Genau, die Ratten. Nee, Quatsch. Die Affen. Also könnt ihr euch vielleicht auch schon vorstellen, wofür wir die benötigen.
Naja, ist schon cool gemacht hier. Muss man sagen. Auch die Umgebung und so. Auch wenn man nicht so viel sieht, aber es sieht echt cool aus, ne? Diese komischen, typischen Berge. So chinesische. Ja, hier gibt es noch so ein paar Katzenstatuen in dem Gebiet hier, in unserem Katzendorf, die wir aktivieren können, um da oben ranzukommen. Ich glaube, da oben war nur Geld. Also nur in Anführungszeichen. Ja, möchte ich einfach machen, weil es irgendwie mal lustig ist. Weil man halt ein bisschen Cash bekommt. Da gehe ich auch gleich mal hier rein ins, ja, ins Rattenlager gehe ich. Weil die Wache hier weg ist. Und es erinnert irgendwie auch so ein bisschen an Zelda, also an Ocarina of Time. Wo man hier sich zwischen den, oder auch bei mehreren, bei anderen Zelda-Spielen, wo man sich hier zwischen den Wachen durchschleichen muss. Auch wieder cool gemacht. Und sie blickt es nicht. Der Kopf nach links. Und rechts und links. Egal. Ja. Alter, okay, nicht so schnell. Na, 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 na. So. Mach ich noch ein bisschen langsam. Oh, nicht so schnell. Jetzt. Hier ist nämlich noch eine Truhe. Geil. Und das war's. Ja. Hallo. Eindringling. Wir haben es voll nicht geblickt. Fang dich nochmal ins Straflager. Tack und schon Sklaven brauchen. Freiwillige. Oh. Na, aber ruhig weiter, stinkender Gauder. Genau. Du stinkender Gauder. Oh. Ja, jetzt hier Stadttor. Vor dem Stadttor. Primat. Sieh mal, was ich hier habe. Ja, wenn wir jetzt vorher zu ihm gehen, dann sagt er, ich will Bananen. Hätte ich jetzt Bock drauf. Und da ich die schon geholt habe, um das ein bisschen zu verkürzen. Hey, du hast Bananen für mich. Lecker. Reife Bananen. Okay. Wenn du jetzt gleich durch das Tor schleichst, gucke ich vielleicht gerade mal in die andere Richtung. Genau. Er läuft einfach weg. Dorfwiese. Oh, hier sind die Kürbisse. Ein Kürbis. Kürbis. Zweiter Kürbis. Kürbis. Und der dritte. Yeah. Das war ja einfach. Na, dann schnell wieder zurück ins Dorf. La 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 la. Lala, Was? Buarax! Wer? Was? Was für ein Ding? Okay, geh schnell zurück ins Dorf. Wir werden angegriffen. Okay. Alter! Oh shit! Buarax, warum ist er so wütend? Und was ist das? Er trägt ein magisches Amulett um den Hals. Alter Burax! Was machst du denn? Boah. Willst du jetzt aufs Maul? Und Batz! Und Bam! Ja, wir müssen jetzt voll hier Burax verkloppen. Und seine Schwachstelle ist, wie wir schon bemerkt haben, erstmal, dass er immer gegen Wände läuft. Wenn wir nah genug dran stehen. Und zweitens mal. Müssen wir halt sein... Wow, ich sehe nichts. Sein komisches Amulett da, was er hat. Zack, das müssen wir angreifen. Dann kriegt er Schaden. Alter! Boah. Ja, und ich muss mal gegen eine Wand laufen lassen. Weil dann ist er nämlich so verwirrt und dann macht das mehr Schaden, wenn wir ihn erwischen. Ich sehe nichts! Boah. Greifen. Und zack. Und zack. Voll der coole Move. Okay, ist so cool. Oh Gott, das ist alles meine Schuld. Wenn ich diese Kürbisse nicht verloren hätte, wäre dir der Kampf mit diesem schrecklichen Borax erspart geblieben. Ich gehe besser nicht mehr durch das Tor. Ich bin wirklich froh, dass Schon uns jetzt beschützt. Kein Problem, Alter. Ich lebe ja noch. Schon beschützt uns. Ich habe deine drei Kürbisse gefunden. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank. Kein Ding. Hey, als Belohnung für deine großartige Hilfe gebe ich dir diesen Schlüssel. Ah,
Und bevor ich's vergesse... Dein Meister ruft nach dir. Ja, schön. Also müssen wir wieder zum stinkenden Meister gehen. Der hat sich erstmal wieder totgesoffen und ausgenüchtert in der kurzen Zeit. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Okay, alles klar. Boah, die Parts, die Zeit, die geht ja auch. Vergeht ja auch wie im Fluge. Ja, jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Jetzt können wir hier in so ein Lager gehen. Ich weiß nicht, ob man den auch bekommt, wenn man von Borax, ich sag jetzt mal, getötet wird. Man ist ja nur bewusstlos und wacht dann halt bei Tylee oder wie auch immer sie heißt, auf. Genau, hier ist der Schlüssel, hier ist das Schloss, meine ich, wo wir den Schlüssel benutzen können. Tonkuk-Lager. Puh, Batz! Klirr. So viel Geld. Wenn das nur so einfach wäre, man geht einfach in so ein Lager rein und verkloppt alle Töpfe. Finde da einfach mal so ein paar Euro-Stückchen oder Scheine drinne. Und eine fette Kiste noch. Cool. Und raus hier. Ich räume das nicht auf. Okay. Wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe mal hier rein. Ich war aber, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was da jetzt war. Ich glaube, da war auch ein Lager. Ne, hier ist die Bibliothek. Hier will ich nicht rein. Ich muss noch in irgend so ein Lager. Da war noch so eins. Aber ich kann mir nie merken, welches hier was war. Das war's auch nicht. Ja, das wollte ich gar nicht. Haus des Waffenhistorikers, ja. Da brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht umgucken. Hier gab's doch nur vier Häuser, oder? Ah, ne, da. Da ist es. So, Lagerraum. Weil hier wartet ein kleiner Stinky auf uns. Dai, ich hab gehört, dass deine Geschwister die ganze Schüssel Milch selbst austrinken, wenn du nicht da bist. Ja, dann beeil dich. Die Stimme, ey. Tschüss! Dupdi-dupdi-du. Erinnert so ein bisschen an SpongeBob, aber ist, glaube ich, nicht derselbe Synchronsprecher. Ist ja auch egal. So, jetzt hole ich kurz das zweite Kit. Judy Kids! Da bist du ja. Meng, deine Mama macht sich Sorgen. Geh jetzt nach Hause. Sofort! Mama macht sich Sorgen? Oh, dann geh ich besser gleich. Ja, geh gleich nach Hause. Okay. Cool. Zwei Kids haben wir schon mal. Hey, was ist das? Cool. Gar nichts. Du, voll die komische Trommel-Trampolin. Das Trommel-Trampolin, wie auch immer. Ja, diese Steine hier, die sind dazu da, um Punkte zu erhöhen. Wenn man eine Combo hat, eine Kampf-Combo, kann man da, nein, kann man damit seine Punkte erhöhen. Aber ich spiele bei sowas irgendwie nicht auf Punkt oder so. Mir geht es dann irgendwie einfach darum, dass es Spaß macht. Ja. Also, das ist mir eigentlich egal, sowas. Was willst du? Hey, als erstes musst du lernen, ein Wildschwein zu reiten. Okay, ich lerne erstmal ein Wildschwein zu reiten. Ja, klingt vielleicht komisch, aber so ist es. Ich irgendwie voll dumm. Katzen können reden und Hasen und Frösche und Gorillas und Ratten, aber Wildschweine, auf denen kann man reiten. Hey, voll dumm. Siehst du die Kanten dieser Felsen? Du kannst sie erreichen. Cool, ich kann sie erreichen. Du kannst diese Kanten mit einem Salt... Zuerst duckst du dich und dann, wenn du innerhalb von 5 Sekunden bis ganz... Genau, jetzt kannst du kurz... Zack. Dödel, 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 dödel. Ich bin oben! Eine Truhe. Ja, jetzt haben wir es geschafft, in 5 Sekunden hochzukommen mit dem Salto-Sprung. Und da kriegen wir ein bisschen Cash von dem... Von dem Typ, der genauso aussieht wie die ganzen anderen. Drei da. Von denen es... Oder gibt es von den vier? Ja, vier mit meinem Onkel. Oder mit Kays Onkel. Sieht genau gleich aus. War hier nicht noch was? Ach genau, du. Das ist auch noch ein Quest. Wow. Wo sind denn deine Hennen? Genau. Sie sagten, sie bräuchten mehr Nahrungsmittel nach dem Angriff von Boarax. Morgen wollen sie uns auch noch die Hälfte unseres Getreides wegnehmen. Und wovon sollen wir dann bitte leben? Hä, wo baust du hier Getreide an? Hier ist gar nichts, hier ist nur Wald. Okay, genug ist genug. Ich kümmere mich darum. Bleib du hier. Geil! Okay, wir haben jetzt eine Aufgabe, und zwar die Hennen, hey Kay, Zurückrollaufgabe. Willst du mal auf einem Wildschwein reiten? Das macht mächtig Spaß. Ich zeig's dir. Klingt okay. Gut. Ja. Nein. Ja. Okay. Kennen wir schon. Na. Ja, ich drück's einfach weg, weil der hat uns nur erklärt, wie das geht. Ah. Du kannst nur eine bestimmte Zeit lang auf dem Wildschwein reiten. Wenn sie abgelaufen ist, wirft er dich ab. Ja. Oh, das noch. Wenn du Eicheln einsammelst, kannst du länger reiten. Das ist wichtig. Gut, aber bevor wir das Wildschweinrennen machen,
Mach ich einen Schnitt? Und schließlich, wenn du eine Pepperoni einsammelst, rennt das Wildschwein schneller. Also aufpasse! Okay, dann fangen wir mal. Gut. Alles klar. Jetzt im nächsten Part besteigen wir dann mal das Wildschwein. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao. La, la, du, du, du.